teils gut erhalten, teils ganz schön abgerissen. Ich mache dann doch einen Film, glaube ich. Mal sehen. Wir melden uns jetzt bei Dr. Wikiewicz an. Wo ist er denn? Oh, das macht nicht, das schneide ich zur Not raus. Muss ich ja bei mir auch. Gestern haben wir auch einen Film, wo... Oder da oben sind die Kinder hingekommen, die nicht brav waren. Wenig Licht, sagt er. Oh, schade. Was, ich sag, was suchen? Selbst die Klos sind ja noch gut hier. Naja, gut nicht, aber... Gucken, ob wir noch... Ah, sieht ein bisschen eklig aus hier. Da ist kein Wasser mehr. Ja, wir müssen, glaube ich, mal den Doktor Wikiewicz anrufen. Die Klos spülen nicht mehr. Wo führt die denn neu? Oh, hier sind ja noch mehr Räume. Ja, das hat mich noch nie belastet. Das so. Wir suchen verzweifelt. Aber sind noch nicht ganz klar. Auch Strom gibt es auch noch. Aber sieht schon cool aus hier. Gebäude muss sowieso jeder. Was können wir sagen? Station 2 ist schon mal zur Hälfte irgendwie völlig unverständlich, aber geil eingebaut. Cool umgesetzt. Großes Kino. Kann man nicht anders sagen. Oh, ah, herrlich. So ein heiles Gebäude auch noch. Hier kann man vom Balkon springen. Ja, hier ist schon ein bisschen randaliert worden. Also hier ist eigentlich noch halbwegs in Schuss. Also, ja, ist schon cool. Ah, Skater plus Psychobereich. Ja, also Psycho, Kascha, passt schon zusammen. So, muss ich mal wieder ausmachen, bevor die anderen was gefunden haben und was verraten. Wir suchen weiter. So, Tier drücken. So, was war das eigentlich? Station 3? Na, welche auch immer, es ist einfach großes Kino. Es ist schon wieder rattenscharf und affengeil. Ha, ein klasse Cash. Den muss man einfach machen. So, auf diese Station 5 war das? Die Telefone sind auch noch reichlich da. Aber die sind alle, die gehen nicht. Ich habe sie probiert. Ist denn hier jetzt der Feine drin? Bestimmt irgendwo der Schlüssel. Hygiene- und Desinfektionsplan. Ist ja ein riesiges Gebäude, ne? Aber diese Hygienezentren sehen mir nicht ganz perfekt aus. Hier sind nicht mal mehr Klos drin. Ja, das müssen wir jetzt hier betreiben. Ja. Mein Gott, ist das ein großes Gebäude. Aber die Heizungen sind wirklich alle weggeklaut. Ach, hier geht's auch noch rein. Meine Güte, ey. Oh, hier ist die Badewanne schon ausgelöst. Die Weine wurde zu schwer. Was suchen wir eigentlich? Cool. Was ist das hier? Nee, dieser Raum hier scheint mir sehr neu zu sein. Oh, Einschusslöcher. Hier ist auch was. Bitte Ventilator einschließen, da ist auch nichts. Was hier noch? Hier, eine Scheibe hinter uns. Nee. Cool. Einfach cool, ey. Wie immer ein großes Kino, wenn Wikiewicz zuschlägt. Da war aber einer dringend rein, wa? Der musste wohl ziemlich... Ja, ich sag, hier musste aber ziemlich zügig auf Klo. Ja. Größe das ganze Jahr hat, du, unglaublich. Oh, aber hier ist aber hier ist schon ein bisschen Schimmel an der Wand. Oh ja. So sieht das aus, wenn man Schimmel nicht fliegt. Räumlichkeiten werden nochmal trockengelegt werden müssen. Hier sind leichte Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen. Aber es ist immer wie bei Wikiewicz, großes Kino. So, wir sind schon höher jetzt. Und es ist einfach cool.
Die Bäder sind allerdings schon komplett rausgeleert, Cloud, und schimmeln durch. Schöner, leckerer Fahrtschiff. So, wir haben hier die Rechnung von wem denn? Psychiatrische Klinik Hecklingen. Eine Lesniak Cecilie. Ist das der Name? Tatsächlich, mit Namen. Das ist ja noch cool. Na gut, die ist jetzt 81. Und die hat für 12,28 hat die freies Thyroxin bekommen. Mit Namen und allem. Das nehmen wir glatt mal mit. Das leite ich wirklich mal weiter an die Medien. Das ist aber cool. Drück doch mal. Der CIA hat Strahlen über die Satelliten gesendet. Über das GPS haben sie mich umprogrammiert. Ihre Stimme sind in meinem Kopf. Ich habe das nicht ganz verscherzt. Ah, einfach klasse. Wir sind zwar auf der wilden Suche weiterhin, aber dieser Cash ist einfach klasse. Die ganzen Menschen da oben ohne Köpfe, das sind, wie gesagt, die Erwachsenen. Guck mal, das ist süß. Einer kann auch aufrecht stehen. Ja, ja, Kai ist im Moment in der dritten Etage im Kopf. Aber man muss mal ein öffentliches den Hut ziehen vor Wikiewicz. Also solche Locations zu finden ist ja schon das eine und die dann auch noch so geil zu bedosen ist das andere. Lass das Wort weg! Oh, hier kann ich glaube ich aufhören zu viel. Obwohl, ist immer witzig im Dunkeln. Hat ja auch mal was. Drück nochmal. Es gibt kleine grüne Wurzelgnome, die Pelmdosen fressen. Sie horten die Dosen in ihren Höhlen. Das ist es. Siehst du, Pygmäen war falsch. Gnome. Ist, hier muss, weiß wieder keiner, wo wir sind. Das ist auch kein Spoiler. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Rein war ja schon her genug, aber... Ach, hier ist ein Ausgang. Hier sind Stahlträger drin. Hubhuber. Und? Na, die schütten das auch ab. Oh, ja, cool. Die Decke scheint also nicht mehr vom stabilsten zu sein. Solche Schicksalsschläge muss man als Kascher natürlich mitleben. Was ist das hier, im Plumpsklo? Nee. Die Decke hat auch eine etwas unangenehme Höhe. Und ich muss noch ein paar Aufnahmen hier machen. Und glaubt mir, schon deswegen kein Spoiler, weil ich glaube ich der Einzige bin, der nicht da läuft, wo man eigentlich suchen muss. Ich weiß nicht, was das hier ist, die Schlachthalle oder so. Oh, irgendwas Ekliges aufgetreten. Das Parkett hier übrigens hält. Oh, da ist aber schon ein bisschen eklig. Da ist schon was abgebaut worden. Was steht hier? Ach, das muss ja wohl die Küche gewesen sein, vegetarisch, diabetisch, Allergie. Das ist aber eine coole Küche. Jetzt müssen wir nur... Cool, ja. Jetzt müssen wir erstmal oben gucken, was hier noch alles so ist. Ich muss ja laut reden. So. Ah, hier ist schon reichlich abmontiert. Das ist ja auch eine süße Tür. Die ist ja auch richtig sinnfrei. Ja, hier ist schon ziemlich fachmännisch ausgebaut alles. Och, wie süß, noch eine Tür. Och, Mensch, hier sind noch Stühle. Wer sitzen will und ein bisschen Kabel. Ja, gemütlich hier. Für müde Kescher hat er auch ein paar Stühle hingestellt. So. Auch noch eine, oh, mit angeschlossenem Bad. Oh, hier ist aber, der Boden ist hier schon ein bisschen komisch. Also das Gebäude hat es wohl hinter sich. Man sieht hier auch schon, die Kohle kommt da durch die Wand. Das dürfte ein Rückseite Kamin sein. Ist das einer oder sind das zwei? Da wird wild gezählt und ich verrate nicht, was da gezählt wird. Badevorlagen, nein. Dass hier alles rumsteht und ist und macht und Kabel und... Oh, hier ist schon ein bisschen geklaut worden. Oh, da geht es auch noch nach Boden. Oh, wie groß ist das?
Wie groß ist das Gebäude hier eigentlich? So. Und noch ein Raum und noch ein Raum und noch ein Raum. Ey, meine Güte. Toilettchen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau weiß, wie baufällig das Ganze ist. Also der Boden ist schon mal ein bisschen komisch unter einem. Suchen wir auch noch mitgekriegt hier. Ich sehe doch gerade, ich muss mal die Wasserschäden festhalten für die Versicherung. Genau, wir sind dann Investoren hoch und. Für uns kaufen das hier. Guck mal, selbst bis unten durch. Also die ganze Wand hier, die ganze alles wegschmeißen. Komplett durch. Ja, ich hab's aber noch. Tja, aber da du das so gut vorgeschlagen hast. Weißt du mal? Ja. So, nun zeig ich mal, wie das elegant geht. Ja, so, sieht man mal. Das ist der Vorteil, wenn man nur 1,50 ist. Das muss man mal klar sagen. So, falls ich nicht auftauche mehr auf diesen Filmen, dann habe ich es nicht geschafft.